Bergfest. Genau. Zumindest auf einer Seite. Ja. Okay, der Mann wird jetzt, bei dem wird jetzt ein bisschen nervös, gell? Ja, das, er muss jetzt... Wenn er ein Spiel verliert, ist es schön. Genau, also er darf jetzt sozusagen keinen Fehler mehr machen, weil sie braucht halt nur noch die eine Partie. Er müsste ja eigentlich jetzt noch alle drei Spiele gewinnen. Genau. Und sie braucht vier, alle... sogar. Vier? Vier? Vier. Er steht auf zwei. Ah, okay. Zwei. Es sind ja 10 Spiele. Wenn zuerst 6 gewonnen hat. Ah, egal okay. Wie viel. Kann... Ah, sehr. Okay. Also wir sagen jetzt im Fachjargon, ihm geht leicht die Düse. Er muss jetzt wirklich sich voll konzentrieren. Aber ich merke schon, sein Kopf glänzt schon, der kommt ins Schwitzen so langsam. Na gut, die herrschen auch. Also man ist ja auch angespannt beim Spiel und deswegen sage ich auch, man muss ein bisschen körperlich fit sein. Also Konditionen, wenn man welche hat, wäre nicht verkehrt. Die Haltung. Ja, diese Billardspieler, trainieren die auch ihren Trizeps oder so? Spezielle Übungen so? Machen das ja, manche Leute? Gibt Spezialisten, die das machen, ja. Gibt es auch, ja. Ja, weil so Armdrücker, die trainieren auch durch spezielle Übungen, trainieren die. Genau. Und ich habe das immer damals bei Sylvester Sloan Over the Top gesehen. Und da hat er immer LKW dieses Kreuzerband gehabt. Genau. Hat er immer den Arm gedrückt, damit er... Du, das hast du im Billard nicht so extrem. Also man versucht eigentlich so... eher auf die Technik zu gehen, also wirklich gerade durchzustoßen und nicht hinten, also hinten zu verreißen. Das sind eigentlich so die Übungen, die ein Billardspieler macht, also mehr Technik, wie den Bizeps oder Trizeps zu trainieren. Ja, aber ich meine, allgemein im Sport, jeder Sport ist doch so, Technik ist wichtig, aber du brauchst auch körperliche Stärke, genau. Fitness genau. Und du brauchst auch Kraft. Da sieht man ja heutzutage bei Fußball, die ganzen Athleten, genau. Sind nicht mehr so wie früher, dass die jetzt einfach um diesen Dreieckswinkel hinherlaufen. Die haben ja mittlerweile ganz andere Trainingsmethoden im BLC, dem Bundesleistungszentrum und so. Die machen ja Koordination wichtig, dass man den Körper im Griff hat. Genau. Und das versucht man beim Billard auch, aber mit diesen Technikübungen zum Beispiel. Er steht jetzt immer ein bisschen aufrechter. Also okay. Die meisten Spieler versuchen halt wirklich mit dem Kinn an den Köhl zu gehen. Er macht es halt ein bisschen aufrechter. Das ist halt seine Technik. So hat er trainiert den Körper. Die Haltung, ja. Genau. Ist halt immer wichtig, es muss reproduzierbar sein. Also man versucht immer gleich zu stehen, gleich zu schwingen, gleich den Köhl zu halten. So, da hat er jetzt eine schöne Kombination von die 3 auf 9 gemacht und hat somit die Partie gewonnen. Und es wird neu aufgebaut. Er hat gewonnen jetzt? Genau, er hat die 3 auf die 9 geschossen und somit den Frame beendet. Oh ja, 5-3. Genau, steht 5-3. Also er ist schon mal auf dem Weg, sich zurückzukämpfen. Er beißt. Er weiß, da gibt es noch Hoffnung, meinst du? Gibt Hoffnung schon zuletzt. Aber ich glaube nicht, dass er 3 Spiele ineinander gewinnt. Ja, es sind schon ganz andere Partien passiert. Man führt 5-0, der Gegner kommt ran. Ja, aber die Frau ist ja total locker. Ich sehe dich, die ist total gelassen. Die weiß, dass es... Das hast du. Innerlich weißt du nicht, wie der Tornado gerade abgeht. Die Pizza ist gegessen. Das lässt sie sich auf keinen Fall nehmen. Die ist total gelassen. Wie gesagt, erst wenn die letzte 9 drin ist, weiß man, wer gewonnen hat. Ja, da hast du recht, aber ich glaube nicht, dass in dieser Partie das Ding... Du bist sehr optimistisch, was das angeht. Ja, auf alle Fälle. Du bist auch so ein Kämpfer von der Natur her. Ich bin nur Natur auf alle Fälle Kämpfer, aber wenn man 5-3 vorliegt und man muss noch ein Spiel gewinnen, also mental, der andere hat mehr Druck. Ja gut, ich habe es letztens sogar mitgekriegt, da lag mein Vereinskamerad 5-1 vorne und hat die Partie 5-6 noch abgegeben. Echt? Ja, das ist... Ganz normal, das passiert. Was mit meinem Mann passiert? Wieso hat er dann die Konzentration verloren? Was passiert? So wie du sagst, sie sieht so locker aus, also sie nimmt es dann auch locker, fängt an, sinnlose Fehler, also kleine Fehler zu machen, die sie ein oder zwei Partien kosten. Und so schleicht es jetzt dann ein. Der Gegner nutzt es dann aus und holt dann auf einmal, so wie jetzt gerade eben, hat er wieder eine Partie geholt und macht den Ausgleich und gewinnt das Spiel am Ende noch, weil der Gegner sich locker gemacht hat. Ich liege ja 5-1 in Führung, man lässt sich gehen und... So kommen dann halt die Fehler zustande und dann bist du auf einmal weg vom Fenster. Der Gegner hat sich peu à peu zurückgekämpft, nutzt deine Fehler aus und gewinnt das Spiel am Ende noch. Deswegen kann man schwer sagen. Also im Billardsport sind schon einige Sachen passiert, die komplette Matches gedreht haben. Okay. Und so, schön mit dem Safe raus, aber er sieht die 1 noch. Zwar nicht direkt lochbar, aber er kann selber ein Safe ansetzen.
schafft er es. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, sehr schön. Ah, ein bisschen zu fest. Ist zwar ein schwerer Ball liegen geblieben, aber machbar. Nächste Partie am Tisch 4. Kosic gegen Schmidt-Rato. Was glaubt, wie lange dieses Turnier heute gehen wird? 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr? Das wird so um den Dreh. Um den Dreh rum wird das hier hinauslaufen. Dann kommt natürlich auch drauf an, die Personen, die gut ausgeschlafen haben und die ausgeruht sind, genau. Längst nerven. Ne? Genau. Weil mit der Zeit hier schlaucht das einen schon, wird man müde. Genau, genau. Man sieht ja auch die Spieler hinter uns, die setzen sich hin, machen sogar mal einen Moment die Augen zu. Die Wäsche machen wir auch. Genau. Ja? Um halt sich nicht zu sehr zu verausgaben. Energie sparen. Genau. Die war knapp. Die war ganz knapp. Er ist heiß, er will das machen. So, die 4 geht an der 9 vorbei. Oh, jetzt hat er robbt er sich noch. Ja, jetzt hat er sich eine etwas schwierigere Ablage hingestellt. Also er muss die 4 reinmachen, rechts rein und versuchen mit der Weißen wieder auf die 6 zu kommen. Und jetzt kommt der Schlüsselball. Das ist so praktisch entscheidende Situation, mal, ob er das Ding jetzt rockt oder nicht. Wenn die meisten Google reingetan hat, oder? Dead gewonnen, oder wie läuft das? Nee, wer die Partien gewinnt. Aber die Partie, die wechseln sich auch gegenseitig ab. Genau. Weil sie beim Anstoßen ist. Ja, genau. Und wenn er jetzt einen Fehler macht, kommt die Frau wieder dran. Genau. Kann das Ding dann. Also er kann jetzt sozusagen von 1 bis 8 alles reinmachen. Und lässt die letzte 9 liegen und sie kommen auch zu einer zu gewonnen. Ah, das wollte ich wissen, genau. So, jetzt hat er sich ein bisschen verstellt. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt mal ein bisschen was zu sehen. Sehr gut, krass. Also 7 ist dran, 8 liegt voll im Weg. Oh, kein Jump. Er versucht das über Vorwande zu lösen. Und. Ja, du hast recht. Aber die Kugel blinkt hart. Hat er sich nochmal aus der Schlinge gezogen mit einem Resave? Also. Das war jetzt mal schwer. Falsch gesagt. Hat sich das ist jetzt mal schwer, oder? Was das war heikel. Das war so ganz. Man hat ja gesehen, er hat sich auch gerade selbst ein bisschen gefeiert. Aber ein Lucky Shot. Alle am Lachen noch. So, 7 ist nicht direkt lochbar. Jetzt muss sie natürlich auch überlegen, was sie da genau macht, ohne eine offene... Was macht das? Was meinst du? Also das Problem ist, ich kann jetzt nicht genau sehen, wie die Weiße und die 7 liegen, aber ich denke mal, sie wird versuchen, die 7 zu berühren und die Weiße hinter die 8 zu spielen. Oder die spielst du also alle auseinander? Das kann auch passieren. Ich sehe nicht, ob sie lochbar ist. Und sie geht an und ganz starker Ball. Souverän die Situation gelöst. Sensationell. Ganz stark. So, jetzt geht's los. Jetzt wieder ein relativ einfacher Ball, der extrem viel Konzentration erfordert. Sehr gut. Schön gemacht. So, jetzt geht's los. Jetzt wird nochmal genau geguckt. Der Ball muss sitzen. Sie geht ganz locker an den Tisch. Und drin ist das Ding und das war die Partie. Das war's. Sieg für Christina. So, einfach mal 6-3 gewonnen. Genau, mal voll abgeholzt hier und... Jetzt wird nochmal gefachsimpelt, was wurde falsch gemacht, was wurde richtig gemacht. Und wir gehen jetzt in die Pause rein. Genau. Wir melden uns später wieder. Ja.
Ja, hallo zusammen zur nächsten Partie. Gerade beim Einspiel Sebastian Ludwig und Nikolas Ottermann. Mein Name ist Dana Stoll. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch öfter Gast auf Billardturnieren, selbst spielend oder auch als Zuschauer. Ja, beide Spieler keine unbekannten Gesichter in Billard-Deutschland. Sebastian Ludwig, derzeit beim BSV Dachau, spielt in der Regionalliga. Nächste Partie an sich 8, Thiel gegen Manik. Und Nikolas Ottermann ist Mörfelden-Walldorf, derzeit in der zweiten Bundesliga. Wir freuen uns da jedenfalls auf eine spannende Partie. Ein Special Gimmick in diesem Turnier sind die Aufbau-Girls. Also nicht wundern, das gibt's nicht bei jedem Turnier, ja? Was du unschuldig sind. Ja, wird der Aufbau gleich der allererste kritisch beäugt. Was keine Kritik an der aufbauenden Person darstellen soll, sondern die Spieler stellen einfach sicher, dass sie jedes Mal auch gleiche Bedingungen vorfinden. Ja, schon eine sehr kleine Lücke kann ein völlig anderes Bild oder Ergebnis nach dem Break erzeugen. Ja, er sieht die 1. Es gibt da auf jeden Fall eine Fortsetzung. Position über zwei Banden auf die 2 könnte auch gegeben sein. Aber leider verschossen. Ja, bei schwierigen Einsteigern ist immer die Frage, spiele ich ihn oder nehme ich die Sicherheit? Und bei Spielern auf dem Niveau ist jede Partie, die man ausmachen kann, macht man gerne aus. Einfach um die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Jetzt die Position von der 2 auf die 3. Wer ein iPhone 5 gefunden hat, bitte an der Turnierleitung abgeben. Danke. Kein Selbstverständnis. Vielleicht ein leichter Rückläufer, weg von der 5, aber immer mit etwas Risiko verbunden.
Glück gehabt mit der Weißen, aber die Fortsetzung. Die 3 geht nicht an der Lila 4 vorbei. Da bleibt nur Kombination oder Aussteigen. Aber wie soll man hier einen effektiven Safe legen? Man schaut sich die Kombination an. Ne? Nee, doch nicht. Von mir so ausgesehen. Und ist der sicher? Sieht man vielleicht von oben, von hier sieht man es nicht. Ja, scheint sicher zu sein. Und dann sehen wir auch schon den ersten Jumpshot in der Partie. Keine kurze Entfernung. Und ein Foul. Beim neuen Ball muss immer die Kugel mit der niedrigsten Zahl zuerst angespielt werden. Egal welche Kugel dann fällt. Solange eine Kugel fällt, darf der Spieler weiter am Tisch bleiben. In dem Fall zuerst die 8 getroffen, also Foul und Ball in Hand für den Gegner. Und jetzt 4 Bälle offener Tisch für Nicolas Ottermann. Das sollte jetzt Standard sein. Kurz auf die 8 gestellt, nicht den richtigen Winkel, um die Weiße zu halten. Deswegen einmal über die lange Bande, über die kurze Bande, über den Tisch. Aber kein Problem. Und 1:0 für Nico Ottermann. Ja, ich werde hier abgelenkt von Achim mit einer Tele-
mit einem Fotoapparat belästigt hier. Über das Ergebnis unterhalten wir uns dann später. Und Nico Ottermann beim Break. Fällt vom Tisch. Also Foul und Ball in Hand für Sebastian Ludwig. Und auf dem Tisch, relativ offener Tisch, relativ offenes Bild. Einziges Problem, die Stellung auf die 6. Die 6 geht wahrscheinlich nicht in beide Fußtaschen, sodass er ja entweder lösen muss oder auf die Mitteltasche am Ende stellen. Von der 4 auf die 6. Kein ganz einfacher Ball. Gerade auf die 4 gekommen. So wie er hier ansetzt, könnte es sein, dass die 6 doch an der 9 vorbei in die Ecktasche geht. Position auf die 8. Oh. Da war die Stellung auf die 7 noch ein klein wenig viel Winkel. Aber auch jetzt keine einfache Position von der 7 auf die 8. Entscheidet sich für einen Zugball. Noch er verschießt. Ja, es wird nicht einfacher auf dem Tisch. Könnte wieder eine ähnliche Situation wie vorhin werden. Wenn man so einen Ball gerade eben schon mal verschossen hat, dann wird der nächste gleich doppelt so schwer. Wenn man sich an den Ball vorher noch erinnert. Nächste Partie, Tisch 9, Kurz gegen Vukac. Aber souverän gemeistert. Toller Stoß. Thank you.
die 9 zum Ausgleich. 1:1. In der Partie Sebastian Ludwig gegen Nico Ottermann. Ja, beide Spieler ihr eigenes Break nicht durchgebracht hier. Man spricht beim Bild, der fast hier fast schon wie beim Tennis, ob man sich gegenseitig den Anstoß abnimmt. Ja, wie gesagt, die Lady, die gerade aufgebaut hat, selbst keine Spielerin, aber die Zahlen hier bei den Kugeln sind schön nach oben sortiert worden. Ja, ein Detail, auf das die Billardspieler meistens weniger achten. Ja, außer Ralf Eckert, wenn er einen Kugelsatz zurückgibt, das sortiert die auch. Ansonsten müssen die Kugeln beim Aufbauen möglichst nach dem Zufallsprinzip verteilt werden. Das heißt, ein festes Schema beim Aufbau, dass die Kugel mit derselben Nummer immer an die gleiche Stelle platziert, der ist in den Regeln untersagt. Hier wieder kein einfacher Einsteiger nach dem Break und auch der zweite Einsteiger verschossen. Etwas ungewöhnlich. Für Spieler auf dem Niveau. Etwas Glück bei der Anlage, Nico muss zum Jumpkick greifen. Aber Riesenball. Und hier noch Gelegenheit, die zwei in die Mitte zu spielen. Muss sich dann aber wahrscheinlich mit einer nicht ganz optimalen Position auf die rote 3 begnügen. Hier eine Bande zu spielen, um eine bessere Position zu bekommen. Die Position war optimal, die 2 aber leider nicht gefallen. Ja, manchmal
spielen Spieler den etwas schwierigeren Ball, um dann eine bessere Fortsetzung auf die nächste Kugel zu bekommen. Und man sieht ganz häufig, dass diese kleinen Stellungsfehler sich dann langsam aufaddieren und irgendwann kommt dann die Kugel, die schafft man nicht mehr, kurz vor Schluss. Und um das zu vermeiden, versucht man relativ früh, sich wieder auf eine sehr gute Position zu stellen, wenn man mal aus der optimalen Lage rausgekommen ist. Und man sich den Ball zutraut. Jetzt allerdings hier offener Tisch für Sebastian Ludwig. Das sollte für ihn jetzt eigentlich Routine sein. Und 9 Ball down zum 2:1 für Sebastian Ludwig. Spitzname Sebel vom BSV Dachau. Lady hier die falsche Folie benutzt, die Achtballfolie. Noch rechtzeitig gemerkt und durch eine 10-Ball-Folie ersetzt. 9-10-Ball-Folie. Mit der Folie lassen sich beide Spiele aufbauen. Und hier wird der Aufbau nicht nur kritisch geprüft, sondern auch ein klein wenig nachgebessert. In die Mitte gefallen. Das ist ein Ball, auf den beim neuen Ballbreak viele Spieler gehen. Ja, und hier die Folie gleich vom Tisch beseitigt, der Spieler selbst. Dazu die 2 leicht angehoben, weil sie im Weg war. Durchaus Spieler, bei denen eine solche Aktion zu Irritationen führen könnten. Nicht so bei den beiden. Aber keine einfache Partie nach diesem Break. Steigt deswegen auch gleich konsequent mit Safe aus.
die blaue 2 hier etwas auf die falsche Seite von der 7 geschoben. Die wäre im Leber links auf der anderen Seite hinter die 7 gerollt. Was den Einbänder, den Vorbänder für Sebastian Ludwig jetzt deutlich schwerer machen würde. Weil so hat er hier fast schon eine Resave-Chance, wenn er die 2 richtig über die Vorbande trifft. Genau das schaut er sich auch an, ja. Gut ausgeführt. Weiß nicht, vielleicht zieht er von der 2 noch eine Ecke. Da war gerne in diesen Pulk von Kugeln mitten reingekommen mit der Weisen. Das hat nicht ganz geklappt. Und so sieht Sebastian hier noch etwa einen halben Ball bei der 2. Damit kann man arbeiten. Klassischer Split hier, beide Kugeln in die Nähe der langen Bande und eine Kugel dazwischen. Die 2 hier vielleicht noch eine Ecke sichtbar. Aber wahrscheinlich nicht genug, um eine gute Sicherheit zu spielen. Die 2 nicht einfach Richtung Tasche zu schieben und die Weiße ins offene Feld. Hier war 2 Vorbanden der Stoß. Ach, und senkt. Jetzt allerdings ein Problem mit der Fortsetzung. Ich glaube nicht, dass er den Ball wirklich senken wollte, sondern hat wahrscheinlich darauf gehofft, dass er ihn voller trifft und ihn über die lange Bande hoch an die kurze Kopfbande legen kann und so die Fortsetzung erschweren. Und jetzt hat er selber das Problem mit der Fortsetzung. Spielt hier ein absichtliches Foul, da die 3 auch jetzt nicht spielbar ist, damit Sebastian Ludwig nicht probieren kann, von der 3 auf die 9 eine recht erschwingliche Kombination spielen kann. Die 9 deswegen sicher an die lange Bande gelegt. Aber jetzt natürlich die Chance für Sebastian Ludwig hier eine massive Sicherheit zu legen mit Ball in Hand. Und ich glaube, er sieht die 3. Thank you.
Der Weiße zu weit gelaufen bei dieser Sicherheit. Allerdings stellt sich jetzt die Frage, wohin mit der Weißen bei der nächsten Sicherheit. Die 3 wird ein Stück weit an der 4 vorbei laufen, sodass sie spielbar wird in die Ecktasche. Und wohin mit dem weißen Spielball? Ja, schaut sich hier eine Bande an, vielleicht hinter die 6. Oder doch halten und an die 9. Ja, und da kann er zufrieden sein mit dem Ergebnis. Kein absolut sicherer Ball. Allerdings bleibt noch die schwierige Position auf die 4 zur Fortsetzung. Hier nochmal um den Tisch, einfach um sich andere Perspektiven und neue Ideen zu holen. Wenn er die 3 versenkt, dann wird ihm die Weiße auf jeden Fall einmal über den Tisch an die gegenüberliegende kurze Bande laufen. Das muss allerdings sehr kontrolliert passieren, weil er will nicht in den Pulk reinlaufen und dann vielleicht sich selbst blind legen auf die 4. Oder an der 6 hängen bleiben, wenn er versucht, auf die Seite von der 9 zu kommen. Von der aus die 4 in die Ecktasche spielbar ist. Für sich erschwingliche Option gefunden, entscheidet sich für die Sicherheit, wollte die Weiße hier hinter den Pulk der 3 Kugeln legen, ist etwas spät in die dritte Bande gekommen und deswegen hier ein offener Stoß für Nico Ottermann, muss allerdings über die 8 übergreifen, ist auch hier kein Gimmi. Die Distanz gestochener Ball. Das kann mal daneben gehen. Hat hier etwas Glück an der Ecke der Mitteltasche. Der Klassiker wäre, dass man am gegenüberliegenden Eck des Mittellochs hängen bleibt und die Weise wieder zurück zur 3 geschoben wird und der Gegner eine tolle Fortsetzung hat. Aber
Aber auch hier sieht Sebastian wieder keine Chance auf, kontrolliert auf die 4 zu kommen und entscheidet sich für den nächsten Sicherheitsstoß. Gelungene Sicherheit. Die 3 direkt nicht zu erreichen. Sebastian muss hier, so wie es aussieht, mindestens über 2 Banden an die 3 dran. Nico missbraucht hier das die Aufbaudame als Schiedsrichter. Ich weiß jetzt nicht, um sicherzustellen, dass auch wirklich die 3 zuerst getroffen wird oder ob das Sebastian möglichst effektiv ablenken soll. Tolle Antwort. Tolles Resave. Das kann man besser eigentlich kaum spielen. Etwas weit aus der Bande rausgelaufen. Das ist ein erschwinglicher Ball in die Mitteltasche. Von der 4 auf die 5 jetzt aufpassen, dass man nicht zu weit rauskommt und hinter die 6 läuft. Aber gut gelöst hier. Und jetzt dürfte da für Sebastian Ludwig eigentlich nichts mehr anbrennen in dieser Partie. Sofern ihm da nicht noch ein krasser Fehler unterläuft. Bisschen kurz auf die 6. Aber das sollte kein Problem sein.
Bitte etwas gerade gestellt. Wird jetzt wahrscheinlich. Na, vielleicht sogar direkt zurück. Oh oh. Oh oh. Gerade noch mal gut gegangen. Die Weiße nah an der Mitte. Aber 3:1 für Sebastian Ludwig gegen Nico Ottermann. Hier wird der Aufbau ein klein wenig nachgebessert. Ja, manchmal je nach Kugelsatz und je nach Zustand des Tisches, wenn sich eine kleine Kohle unter der 1 gebildet hat, kann auch beim Magic Ball Rack die ein oder andere Lücke entstehen, wenn das Rack ein klein wenig ungeschickt liegt. Hier kein Glück beim Break. Ja, Nico muss ja aufpassen. Nach der Kombination. Ach, er spielt sie direkt vorbei, die ging. Aus meiner Perspektive sah das aus, als hätte er die nicht vorbei spielen können. Ja, und so einen Tisch gibt man nicht gerne her nach einem Break. Alle Kugeln offen. Liegen sich schön gegenüber, der Reihenfolge nach, vor den Ecktaschen. Das sind Layouts, die man gerne spielt. Rausgekommen, als er sich gewünscht hat. Allerdings sollte er eine recht gute Position auf die Sechse halten können.
entschied sich hier für 6 in die Mitte, jeweils über 3 Banden. Ein Stoß, den ich nicht ganz verstanden habe. Wahrscheinlich wollte er nicht an der langen Bande hinter die 6 stellen, weil das Fenster, um dann auf die 7 weiterzukommen, kleiner war. Allerdings hat er so einen schwierigen Ball auf die Mitte. Und sowas kann auch mal daneben gehen. Gerade 9, fast gerade 9 für Sebastian Ludwig zum 4:1. Nächste Partie, Tisch 13, Reit gegen Bukatsch. Ja. Gutes Break, allerdings etwas unglücklich mit der Position auf die 1. Sieht so aus, als wäre die 1 nicht in die Tasche spielbar. Er sieht sie, aber er kann sie wohl nicht senken. Oh, doch. Der Ball ging sogar noch. Wieder ein unerwarteter Schussfehler von Nico Ottermann. Den Einwender hat er sehr sauber versenkt. Bleibt noch die Position von der 4 auf die 5. Wahrscheinlich die
größte Schwierigkeit jetzt in der verbleibenden Partie. Spielt man den unaufwendig und lässt man einen längeren Ball? Oder läuft man der Gefahr, dass man hier einen schlechteren Winkel bekommt oder gar noch an der 6 hängen bleibt? Wer da die Mehrzahl der richtigen Entscheidungen für sein Spielvermögen und die Tagesform trifft, der gewinnt in der Regel das Spiel. Und hier für den langen Ball entschieden. Aber dann leider schief gegangen. Nico nutzt die Chance und verkürzt hier zum 2:4. Hier kein optimales Break. Langer Weg zwischen der Weißen und der 1. Und jetzt auch nicht gerade ein Wohlfühlwinkel. Vor allem für die Position auf die 2.
Oh, na, etwas glücklich. Die Sicherheit ist ihm misslungen. Und bleibt dazu noch an der 3 hängen. Ich stand da schon ein klein wenig panisch am Tisch. Ob die Weiße doch nicht noch in die Ecktasche fällt. Glück im Unglück. Nico hat die 1 trotzdem nicht gesehen. Und der zweite Jump, der an der störenden Kugel hängen geblieben ist in diesem Satz. Ja, beim Jumpen über diese weiten Distanzen ist immer das Problem, spielt man den noch stärker und lässt den höher springen, dann ist die Gefahr, dass er sich nicht rechtzeitig vom Objektball wieder senkt, den Ball zu hoch erwischt und dann der Spielball vom Tisch fällt. Sebastian entscheidet sich hier, seine Optionen etwas zu erweitern und die 4 hier von der Ecke der Tasche wegzuholen. Die ging wahrscheinlich, aber nicht so, dass man komfortabel danach auf die 5 stellen kann. Bei dem Layout sollte jetzt eigentlich nichts mehr anbrennen. Aber wir haben in dem Satz auch schon die ein oder andere Überraschung erlebt. Entscheidet sich hier für den längeren Laufweg der Weißen. Einfach damit er den Ball stabil schießen kann und ein größeres Positionsfeld übrig hat, in dem er die Weiße platzieren kann. Das ist die Chancen erhöht, eine gute Position auf die 7 zu bekommen. Und die Partie sicher zum Ende zu bringen. Und 5:2. Sebastian Ludwig ist on the hill. Die 10, Schnur gegen Erkaus.
Ja, beide Spieler dürfen sich schon mit einem deutschen Meistertitel schmücken. Und Nico Ottermann hier beim Break die 1 solide in die Mitte platziert. Allerdings keine Wohlfühlposition auf die 2. Kann er da fortsetzen? Die 4 blockiert die Tasche so halb. Na denn. Den kann man mal probieren. Die Frage ist, ob man das machen will, wenn der Gegner on the hill sitzt und auf seine Chance wartet, den Satz zu beenden. Deswegen hier auch der Versuch, mit einem Safe auszusteigen. Direkt spielbar ist der Ball nicht, allerdings viel Druck konnte er mit der Sicherheit jetzt auch nicht aufbauen. Und hier noch die Gelegenheit, vielleicht mit der Weißen in die 4 ja noch die Aufnahme fortzusetzen. Was würdet ihr machen? Er entscheidet sich hier für die aggressive Variante. Die 2 ist schön gelocht, aber die Weiße ist immer ein bisschen weit gelaufen. Das ist kein Komfortball auf die Mitte. Vor allem braucht er hinterher eine Position auf die 4. Wenn er die Weiße hier über 3 Banden einmal ums Karree schickt, besteht die Chance, dass er dabei an der 6 hängen bleibt und sich dann blind legt und die Weiße über eine Bande unten zu halten, das ist kein einfacher Ball. Ja, schaut sich hier nochmal genau die 3 Bandenrote an, ob er da rauskommt. Der wieder stabil geschossen. Ein bisschen Glück mit der 7. Aber ansonsten gut gelöst. Ich sehe jetzt nicht genau, wie tief die 4 da in der Tasche liegt und wie schwer die Position auf die 5 deswegen jetzt wird. Aber so wie es aussieht, hat er genug Raum, um da zu arbeiten. Ja. Ein bisschen unglücklich hinter die 6 gelaufen. Muss da wahrscheinlich die
Weiße von oben spielen. Das macht den Stoßen. Das muss er nicht. Sieht nur so aus, von da, wo ich sitze. Alles kein Problem. Grinst hier aber, weil er ein bisschen gerade auf die 6 gekommen ist und nicht arg viel Raum hat, die Weiße auf die 7 rauszudrücken. Muss hier etwas stärker spielen, als er das gerne wollte. Auch ein klein wenig geärgert, dass er sich jetzt auf die 4 Bälle nochmal mehr Mühe geben muss, als ihm eigentlich lieb war. Die 8 jetzt so gut wie der Ball zum Satzgewinn. Und die gelingt. Und damit Satzgewinn 6-2 für Sebastian Ludwig gegen Nico Ottermann. Damit verabschiede ich mich von euch wieder. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Und viel Spaß bei der nächsten Partie.
So, hallo. Wir sehen jetzt die Partie David Wu gegen Sebastian Stab. Mein Name Hannes Lüttringhaus. Ja, mein Name Vito De Martino. Genau, ich habe mal den Vito hergeholt. Der Vito ist bei uns im Verein seit einem halben Jahr ungefähr. Ja, mittlerweile schon 8 Monate. Ja. Und er ist eine echte Bereicherung für uns hier. Ich freue mich, das zu hören. Er ist einer der Mitinitiatoren dieses Turniers. Und zum Zeitvertreib eine Runde One-Pocket spielen will. Und sucht uns auch fleißig Sponsoren, macht unseren YouTube-Kanal, habt ihr vielleicht schon mal gesehen.